Leute, hier ist euer Mondo Let's Play mit einem neuen Commentary. Heute rede ich mal über Social Media, also sozialen Netzwerken, so Seiten wie Facebook, Twitter, Instagram und wie sie nicht alle heißen. Und da beginne ich auch gleich mal mit den positiven Argumenten. Und zwar kann man über den sozialen Netzwerken Freunde über sehr, sehr weite Distanzen erreichen. Beispielsweise, ich kann einen Freund in San Francisco erreichen. Man muss natürlich noch den Zeitunterschied beachten, aber ansonsten ist das überhaupt kein Problem. Und die Nachrichten kommen auch sofort an. Das ist auch sehr positiv, denn beispielsweise früher die ganzen Briefe haben Tage gedauert, bis man die dann in den Händen halten konnte. Und das ist sofort jetzt erreichbar und man kann sofort darauf reagieren, was ja auch sehr, sehr cool ist. Und eine coole Sache ist auch noch, dass es kostenlos ist. Also nicht so Sachen wie beispielsweise mit dem Handy oder mit dem Telefon, wo das einfach mal irgendwelche Gebühren kostet. Nein, das ist einfach kostenlos und man muss sich da jetzt nicht Gedanken drüber machen, wie viel man dafür jetzt bezahlen muss. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele negative Sachen, die ich jetzt mal hier aufzählen werde. Und zwar werden Daten gespeichert und die können nicht mehr entfernt werden, was auch sehr, sehr schlimm ist, wie ich finde. Denn stell dir vor, du gibst irgendwas von dir preis, dass du irgendwann später bereuen wirst, aber es ist immer noch online und es kann einfach nicht verschwinden und es verschwindet auch nicht. Stell dir vor, da sind dann irgendwelche Daten von dir in 100 Jahren noch einsehbar und das finde ich echt schon krass. Natürlich eine andere Sache, die auch noch sehr negativ ist, meiner Meinung nach, ist, dass es sehr unpersönlich ist. Also man kann keine Emotionen darüber transportieren und irgendwelche Nachrichten, die man beispielsweise an einen Freund schickt, die können falsch verstanden werden, wenn sie zum Beispiel ironisch oder sarkastisch sind, dass die andere Person das einfach nicht versteht und dann falsch darauf reagiert. Und wenn du beispielsweise Freunde hinzufügst, die Interessen von denen können beispielsweise eingesehen werden. Deine ganzen Freunde können deine Interessen einsehen, wenn du so angibst. Und Leute, die es beispielsweise nicht so sehen sollten, können das dadurch dann sehr, sehr einfach sehen. Da muss man echt aufpassen, wen man da beispielsweise als Freund hinzufügt. Eine andere Sache ist auch noch, dass mit deinen Daten Geld verdient wird. Sie werden einfach weiterverkauft und dadurch wird zum Beispiel der Erhalt von Facebook gesichert. Und durch deine Daten wird dann auch noch Werbung geschaltet, deinen Interessen zufolge, und das ist echt krass. Also ich finde, Facebook ist eine negative Erscheinung heutzutage in unserer Gesellschaft. Ich bräuchte Facebook persönlich beispielsweise nicht und überhaupt diese ganzen sozialen Netzwerke, weil ich finde, das ist einfach nur Schwachsinn und ich bin da auch nur angemeldet wegen meinen Kollegen, die ich beispielsweise nicht so gut erreichen kann. Ansonsten bräuchte ich das nicht. Mich würde mal interessieren, was ihr so von diesen sozialen Netzwerken haltet. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und dann würde ich mich natürlich auch noch über einen Like oder einen Abo freuen und dann würde ich sagen, was ist von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.